Hallihallo Löhle, hier zurück zu Sacred. Wir befinden uns Anfang der Wüste. Mal kurz gucken, da müssen wir wieder alles nach unten latschen, bis unten zur Oase mit der Wasserflasche und so weiter und so fort. Auf der Weltkarte sind es alles wieder so weit schwarz, aber da wir schon eine Schwierigkeitsstufe durch haben, ist natürlich hier alles schon offen soweit. Also nur auf der Minimap kann man sehen, was wir schon erkundet haben. Aber ist ja kein Problem. Ich spiele sowieso eher mit der Minimap. Also mit der hier. Dann laufen wir mal hier locker durch. So locker flockig. Können noch ein bisschen aufdecken nebenbei. Zumindest so ein bisschen aufdecken. Wir sind zu schnell, dass sie uns, da können sie uns nicht direkt angreifen. Angreifen schon, aber ein Schlag jeweils, das war's. Wir haben ordentlich HP. Wir müssen ganz in den Süden. Ganz nach unten. Wie gehabt. Ja. Hier ist auch noch irgendwo ein Portal, was nur nicht genau wo, nur ungefähr. Das haben wir auch noch nicht. Aber auch das werden wir noch finden. So. Gleich muss ich doch eine Flasche nehmen. Aber wir haben ja genug. Genug kann man nie haben, ja, aber wir haben erstmal reichlich Flaschen. Sag mal so. Da ist das Portal. In der Wüste. Ebene von Urkuk. Da haben wir es doch. Das können wir nachher nehmen, wenn wir das Feuerelement suchen müssen. Können wir uns direkt dahin porten. Erspart uns sehr viel Zeit. Und Weg. Es ist schon nicht schlecht, wenn man die Wegweiser, also die Wegportale, alle offen macht. Die meisten sind sehr, sehr nützlich. So, gehen wir hier ein bisschen durchs Unbekannte durch. Alles Untote. Da sind wir auch schon. Wo ist er? Da ist er. Geh hin! Was macht der da? Ma, die Nerven. So. Genau, haltet durch. Na, 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 so nicht. Ja, die Masse macht schon ein bisschen Schaden. Das ist cool, ja. Die machen einen ganz schön Schaden, ey. Mann, Mann, Mann.
So. Geh hin. Warum geht er dann denn nicht hin? Verstehe ich nicht. Hallo. Jetzt auf einmal. Mann, 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 Mann. So, jetzt müssen wir wieder alles nach oben. Ja, ist ein langer, langer Weg. Ich weiß. Aber den müssen wir durch. Mein Gott, da geht's schlafen. Mein ich. Mal ein paar XP mitnehmen. Und du noch. Genau, verdammte Goblin-Gezücht. Mentortrank, ist ja gut. Hau mal wieder ein. Ja, Skelett, hau mal ab. Es klappert das Skelett in der tiefschwarzen Nacht. Klick, klack. Was ist das? Schnell einsammeln und weg. 110 macht immer Schaden. Ja, muss die Rüstung ein bisschen erhöhen, wa? Hast du nicht? Mein Gott. Falschen Schal stellt. Voll. Oh, jo. Ja, die dürfen natürlich nicht fehlen. Was soll das? Lass mich weg hier. Ja, wie lange wollt ihr mir nachverfolgen? Hm? Ach ja, da müssen wir genau. Ey, wie lange noch? Hallo, Leute? Lange verfolgen die einen? Ja, komm. Kann ihn angreifen, töten, aber nee. Man kann auch mal einfach warten, bis sie kommt.
ansprechen, fertig. 500 Erfahrung bekommen. Ist ja nicht schlecht. So, hier waren wir vorher noch nicht. Hier ist mir auch ein Händler. Das weiß ich. Und ein Schmied, zwei Schmiede sogar. So, mal gucken, was haben wir denn da? Schild? 66, was habe ich da für ein Schild? 59. Nein, nein, nein. Gürtel. 7. Einfach gesagt. Nö. Nö, nö, nö. Einmal das, einmal das und dann das. Kleinen Mentholtrank haben wir nur. Sog der Hölle haben wir eigentlich drei Stück. Ne, vier Stück. Nö. Was hast du noch Schönes? Heiltränke. Die besseren. Ja. Das war's. Ich glaube, Heiltränke haben wir erstmal genug. Meiste machen wir jetzt nicht, lassen wir erstmal. Wieder über die Brücke. Ach, die ist da unten wieder vertan. Mein Gott. Ich dachte immer, die ist da. Wegen dem breiten Weg. Ja, nehmen wir die kleine Brücke. Auf zur Baroness von Mascarell. Das Ende der Zwerge. Zack. So, wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, schön mit Ö.